Ich verschenke meinen seltensten OG-Account mit Renegade Raider, OG Skulltrooper, OG Ghoul und Schwarzer Ritter und sogar noch mit Renegade Raider Spitzhacke und Aerial Assault Trooper Hängegleiter. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Abonnent von diesem Kanal sein, dieses Video hier liken, Creator Code VVS im Item Shop eintragen und euren Epic Games Namen so oft es geht kommentieren. In genau 2 Wochen, also ihr habt die nächsten 14 Tage Zeit, unter jedem Video zu kommentieren. Es bekommt nicht derjenige den Account, der am meisten Glück hat, sondern der am meisten supportet, der wirklich jedes Video zu Ende schaut, unter jedem Video richtig viele Kommentare schreibt, also ich werde mir auch immer die Kommentare durchlesen, deswegen ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr aktiv seid und wie gesagt, werde mit den Gewinner in genau 2 Wochen zusammen eine Duo-Runde als Video hier auf meinem YouTube-Kanal aufnehmen, dass ihr auch seht, dass es echt ist und wenn ich das in Zukunft öfters machen soll, einfach Support ist kein Mord, danke für alles, Freunde, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der ist ein Pro-Player, der chillt immer mit Klicks und er wurde auseinandergenommen. Aber so richtig krass. Er konnte nichts machen. Und dieser Hammer, er ist so OP. Und den zweiten, den er gepickt hat, war auch krass. Ich produziere ja gerade ein bisschen vor, weil ich bin nächste Woche in Paris. Und ich habe mir gerade 3, 4 Chapter 1 WTF-Momente reingezogen. Und ich sag euch ehrlich, irgendwie ist es geil, sich die alten Sachen reinzuziehen, aber wenn man sich dann auch wieder die aktuellen Chapter 3 Season 4 Sachen reinzieht, so dann denkt man sich so, ist irgendwie auch cool, dass so viel neu in Fortnite ist. Also deswegen, denkt nicht immer, dass früher alles so viel besser war. Nein. Hä? Oh, das kann nur schief gehen. Das wird immer nur schief gehen. Es war Buga sogar noch, der Fortnite-Weltmeister. Ihm passiert sogar sowas. Ja, Headshot-Snipe. Was sonst? Ja, das war krass. Diese Pump ist so schlecht. Du musst gefühlt in den Gegner rein. So rein musst du gehen, dass es Schaden macht. Wow. Dakotas Brudi. No Scope oder Headshot? Headshot. Easy. Hey. Einer geht noch, oder? Use your brain. Watch, do I do it twice? Another one. Er ist so schlau. Watch this, you're gonna come through this wall. Chill, chill. Er hat kassiert. Er wird runterfallen. Das passiert jedem. Man weiß, dass es passiert, aber man macht es trotzdem. So, das ist auch wie in FIFA. So, man weiß, man wird ragen, aber man spielt es trotzdem immer wieder. Headshot. Wie hitten die sowas? Ich verstehe es nicht. Ich will sowas auch hitten. 44 dahin. 49. Knock. 1, 2, 3, 4. Er gegen 4. Sogar ein Cup. Lol. No. Wie spät die ihn aber erst gesehen haben. Vor allem in No-Build, du kannst nichts machen. Hätte er dem einen Headshot gegeben, so hätte nichts gebracht. Mate. Gotcha. WTF. Wie? Sag es mir, wie? Ich will es wissen. Nice. Was macht sie jetzt? Oh, scheiße! Das war jetzt der Play? Stabil. Ja, moin. Sehr kurz fliegen gelernt. Pio, wie dein Tante spielt Fortnite.
Schade. Oh, I could use that. Hold on. Schade. Ihm geht's gar nicht gut. Er weint gleich. Er hat fast geweint. Bei Gott, ehrenlos. Nein. See, I don't get that. Personally speaking, I don't understand that. Excuse me, my car! See, I'm just gonna leave. Wird der gestreamsniped oder was? Hey. Get out the car. Perfect. Die typischen Carplays. Hä, ist einfach Mülltonne, wie hat er das gemacht? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie er das geschafft hat. Einfach als Mülltonne gepusht. Oha. Hä? Also das ist ja das Dümmste, was er hätte machen können. Oh, das ist das Schlimmste. Es gibt nichts Schlimmeres. Oh Mann. Headshot. Das ist doch nicht möglich. Es ist nicht möglich. Nein. Ich werde sauer, wenn jetzt noch jemand sowas hittet. Es reicht. Ich versuche das so oft und bei mir klappt es nie. Ha! Einfach zu viert kommen die da raus, oder was? Oder zu dritt? Zu dritt, Digga, die Ehrenlosen. 1v1. Was wird jetzt passieren? Here I come! Oh, One Pump. Geht. Boah, der war heftig. Der war ehrlich heftig. Die sehen das einfach nicht. Einfach upgrade sein afghanischer Bruder schon wieder. Das war so schnell mit dem Ding. Ja, und irgendwann mal ist es dann weg. Und dann hast du diesen Bug. Oh, nicht schon wieder der Reifentyp. Der denkt, er ist krass, weil er mit Reifen spielt. Pew, wie dein Vater spielt Fortnite mit Reifen und denkt, er wäre krass. Ja, moin. Was? Und ich habe auch noch gelacht. Weil ich dachte, er ist dead. Er ist einfach in den Tresor reingekommen. Aber warte. Die Frage, die wir uns alle stellen, wie kommt er wieder raus? Er muss warten, bis ihn jemand aufmacht. Und wenn ihn niemand aufmacht, war es das. Ih, was ist das für ein Skin? Dead. Ich wusste es. Genau an dieser Stelle. Deswegen lande ich dort nicht und gehe dort auch nicht hin. Dead. Diese klassischen Bugs. Der Bre hat die einfach. Digga, was machen die dort? Diese Facecams sind irgendwie cool. Yo, vor allem noch in einem Duo-Cup. Ja, ist klar. Natürlich. Ne? Mhm, natürlich. So, er hittet sowas natürlich. Leute, falls euch das Video trotzdem gefallen hat, vergesst nicht Abo, Like dazu, was neben dem Kopf kommt, jetzt in den letzten Videos. Danke für den krassen Support und tschüss.